Jonas, 12. Sieg wettbewerbsübergreifend heute für Alba. Wieder eine Wahnsinns-Teamleistung auch. Mehrere Spieler im zweistelligen Punktebereich, sehr gute Defense. Was denkst du, was macht Alba momentan so stark? Ich denke mal, dass wir schaffen, unseren Rhythmus beizubehalten. Und durch die Pause vielleicht haben wir in der ersten Halbzeit nicht so den besten Rhythmus gehabt, den wir davor gehabt hatten. Aber wir haben es halt geschafft, den halt wieder zu kriegen in der zweiten Halbzeit. Und ich denke mal, das war auch der Schlüssel zum Erfolg heute. Du hast gerade den Rhythmus angesprochen. Jetzt war eine längere, zumindest zu Hause, eine längere Pause. War das eher ein Vorteil, dass man ausgeruht war, oder ein Nachteil, dass man so ein bisschen am Anfang ins Spiel finden musste? Ich denke mal, generell ist es gut, ein bisschen Energie zu tanken oder ein bisschen Energie tanken zu können. Und natürlich ist es nicht so perfekt für den Spielrhythmus, aber das zahlt sich, denke ich, später dann auch wieder aus. Jetzt zu den nächsten beiden Spielen. Erstmal zu dem Pokalspiel, was bald kommt. Wurde ja Bonn ausgelost. Für dich ist zwar jetzt schon das vierte Mal in dieser Saison, aber trotzdem immer noch ein besonderes Spiel. Natürlich, ja. Natürlich, auf jeden Fall. Es ist lustig, dass wir irgendwie jedes Mal auf Bonn treffen. Es ist irgendwie so ein roter Faden, der sich durch die ganze Saison zieht, was mich persönlich aber überhaupt nicht stört. Ich freue mich immer, gegen die zu spielen, und ja, bin mal gespannt. Und was sagst du zum nächsten Gegner hier in der O2 World, Tübingen? Die haben eine schwierige Saison dieses Jahr, aber trotzdem gefährlich? Auf jeden Fall. Abstiegskampf ist immer richtig gefährlich. Da geht es wahrscheinlich auch wieder richtig zur Sache, und sollte man auf keinen Fall unterschätzen. Und ich denke mal, das wird wieder eine schwierige Partie. Vielen Dank.